Herzlich willkommen zum vierten Video auf dem Kleiner Türks YouTube-Channel. Mein Name ist Kevin und ich zeige euch heute, wie ich eine kostenlose FortiAnalyzer VM auf Proxmox erstelle. Geht natürlich auch auf jedem x-beliebigen anderen Hypervisor. Die detaillierte Konfiguration auf Proxmox werde ich heute überspringen. Braucht ihr die, geht bitte zu den anderen Videos, verlinke ich euch hier oben, FortiGate oder FortiManager VM aufsetzen auf Proxmox. So, was sind denn die Anforderungen an den FortiAnalyzer? Das Wichtigste ist natürlich wieder ein FortiCare-Account und eine Version nach 7 oder 7 herunterladen. Die anderen sind überflüssig, sollte klar sein. Was ist denn alles lizenziert bei der kostenlosen Version? Man kann drei Geräte hinzufügen und man hat zwei ADEMs und 1 GB am Tag Logs können da eingespielt werden. Bei insgesamt 500 GB Festplatten-Storage. Sprich, wenn 1 GB am Tag gelockt werden, fallen natürlich die 500 GB dann wieder hinten runter, sollte klar sein. Was sind die Systemanforderungen für die virtuelle Maschine? Also Core 722, 4 CPUs, CPU-Kerne, 8 GB RAM, 500 GB Disk-Storage und danach 16 GB RAM, also das Doppelte. Also man braucht dann schon ein bisschen größeren Hypervisor. Wenn ihr jetzt zu Hause einen Server habt, sollte das ja sowieso kein Problem sein. Da ist ja immer ein bisschen mehr verbaut. Okay, dann springen wir mal zur Konfiguration. So, nachdem ihr die Anleitung aus den letzten Videos befolgt habt, habt ihr jetzt eure VM auf eurem Hypervisor und habt quasi die Datei, die ihr runtergeladen habt, zugeordnet und startet jetzt die VM. Werden die ganzen Dateien geladen. So, bei mir hat das Ganze jetzt so ungefähr 2 Minuten gedauert, bis der die Hardisk-Nummer formatiert hat und hier und da nochmal was erstellt hat. Dauert es ein bisschen länger als bei der FortiGate oder FortiManager. Aber das Login ist gleich, nämlich Admin. Passwort leer lassen, dann wird man aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Das ist bei uns auch Admin. Und jetzt ist man angemeldet. Um jetzt eine IP zu vergeben, müssen wir Config System Interface Edit, also dann Enter, dann Edit, Fragezeichen. Und jetzt sieht man auf Port 1 ist quasi unser VLAN, was wir in dem Hypervisor hinzugefügt haben, angeschlossen. Und dementsprechend müssen wir es jetzt dort anpassen. Springen wir mal kurz rüber zu unserer Lab-Umgebung. Das ist unsere Lab-Umgebung im VLAN 51. Wie ich die Lab-Umgebung aufgebaut habe, verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Da folgen auch auf jeden Fall noch weitere spannende Projekte, wie zum Beispiel Pentesting etc. So, heute geht es um den FortiAnalyzer. Der bekommt bei uns die 1050-51-3 und die vergeben wir jetzt. Also Edit. Port 1. Mit Get bekommt ihr die aktuelle Konfiguration auf dem Port. Und jetzt mit Set IP vergeben wir eine neue IP-Adresse. Das ist bei uns die 1050.153. Leertaste und jetzt noch die Subnetzmaske dahinter. Wieder mit einem Get bekommen wir jetzt die geänderte IP. Allow Access ist schon HTTPS erlaubt. Somit passt das soweit mit End. Das Ganze gespeichert. Jetzt konfigurieren wir noch die Route zum Router, damit ich quasi von meinem PC aus auf die Web-Oberfläche zugreifen kann, damit quasi die Rückantwortpakete von dem Analyzer zum Router geschickt werden. Config System Root Edit 1, das heißt, wir erstellen eine neue Route. Mit Get bekommen wir die aktuelle Übersicht. Das bedeutet jetzt mit Set Device, der Router liegt auf Port 1 an. Set Gateway ist in unserem Fall, wenn wir in die Lab-Umgebung gucken, unsere FortiGate-VM, die wir aufgesetzt haben, mit der 1. 1050.51.1. Mit
Get bekommen wir dann die aktuelle Konfiguration und mit End speichern wir das Ganze wieder. So, somit ist die Route gesetzt und die IP. Jetzt testen wir das Ganze mal mit Execute Ping über den Router erreichen. Sieht schon mal gut aus. Um die EVA-Lizenz zu aktivieren, brauchen wir natürlich Internetverbindung. Und das Ganze testen wir auch mit einem Ping ins Internet. Auch erfolgreich. Und somit versuchen wir mal auf die Web-Oberfläche zu kommen. So, IP einmal im Browser eingegeben. Und siehe da, die Verbindung steht und wir können uns anmelden. Dazu, wie in den beiden vorigen Videos, müssen wir jetzt unseren FortiCare-Account eingeben. Einmal anmelden. Lizenz Agreements bestätigen, unten scrollen, akzeptieren. Und das Ganze dauert jetzt ungefähr 2-3 Minuten und der FortiAnalyzer startet neu und zieht sich dann die Lizenz. So, nachdem die VM einmal neu gestartet ist und ihr die Seite aktualisiert habt, könnt ihr euch mit eurem Benutzernamen und Passwort anmelden, Admin. Dann sollte im besten Fall Register with FortiCare ein Häkchen sein. Sollte das noch nicht sein, dann wartet kurz und aktualisiert die Seite nochmal, meldet euch an, bis dieser Fall kommt. Beginn. Einmal den Hostname vergeben, FAZ-YouTube, Next und Finish. Und dann seid ihr angemeldet. Das war es im Grunde schon. Jetzt habt ihr die FortiAnalyzer VM erfolgreich aufgesetzt. Jetzt könnt ihr Geräte hinzufügen. Das Ganze werde ich in weiteren Videos dann auch noch zeigen, wie das detailliert funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, was ihr euch vielleicht noch wünscht. Ansonsten war es das von mir. Ich bin raus und vielen Dank. Ciao.